Wenn du internationale Geschäftsbeziehungen hast, also Kunden aus dem Ausland oder Dienstleister und Zulieferer aus dem Ausland hast, brauchst du unbedingt eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Wie du die beantragst, zeige ich dir in diesem Video. In diesem Video gehen wir einmal Schritt für Schritt die Schritte durch, die du gehen musst, um eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu beantragen. Anders als die normale Steuernummer beantragst du die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nicht bei deinem Finanzamt, sondern bei dem Bundeszentralamt für Steuern. Unter diesem Video findest du einen Link. Wenn du auf diesen Link klickst, öffnet sich diese Seite. Auf dieser Seite findest du alles, was du brauchst, um die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu beantragen. Hier findest du erstmal allgemeine Informationen, die sind für dich nicht wichtig, denn wenn du selbstständig bist, das heißt, wenn du Unternehmerin oder Unternehmer im Sinne des § 2 Umsatzsteuergesetzes bist, und das ist jeder, der normal in Deutschland sich selbstständig gemeldet hat, kann hier eine Umsatzsteueridentifikationsnummer beantragen. Grundsätzlich hast du zwei Möglichkeiten, zu denen du eine Umsatzsteueridentifikationsnummer beantragst. Und zwar einmal, wenn du dich gerade selbstständig machst, und zwar hier bei der Unternehmensneugründung, und zwar im Rahmen des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung. Auch zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung haben wir schon einige Videos auf diesem Kanal veröffentlicht, die findest du alle einmal oben rechts verlinkt. Wenn du allerdings schon eine Weile selbstständig bist und jetzt quasi dir auffällt, dass doch eine Umsatzsteueridentifikationsnummer ganz interessant für dich wäre, und zwar immer dann, wenn du internationale Geschäftsbeziehungen hast, das heißt sowohl, wenn du die Waren und Dienstleistungen aus dem EU-Ausland beziehst, oder aber auch, wenn du internationale Kunden hast, dann solltest du diese Nummer beantragen. Und das kannst du genau hier über diese Seite tun. Du musst einige Angaben eintragen, allerdings gehen wir diese Schritte gleich einmal gemeinsam durch. Deswegen brauchen wir hier an dieser Stelle noch nicht so ausführlich darauf eingehen. Du hast im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, wie du diese Nummer beantragen kannst. Und zwar einmal über das Online-Portal und einmal schriftlich. Schriftlich kannst du einen Brief schicken an das Bundeszentralamt für Steuern mit in Saarlouis oder du schickst einen Fax. Das ist so dieser schriftliche Weg. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich empfehle dir ganz klar den Online-Weg, weil du deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer schneller bekommst. Hier übrigens eine ganz interessante Side-Story. Dieser Online-Antrag ist tatsächlich nur möglich zwischen 5 Uhr morgens und 23 Uhr abends. Das heißt, wenn du jetzt gerade das Video schaust und es ist nach 23 Uhr in der Nacht und bist gerade auf der Suche nach diesem Feld, dann brauchst du dich nicht wundern, dann musst du bis 5 Uhr warten und dann bist du wieder in der Lage, auch online die Umsatzsteueridentifikationsnummer zu beantragen. Wenn es denn tagsüber ist, dann kannst du hier draufklicken. Es öffnet sich direkt das Formular. Erstmal noch so ein Hinweis, den können wir akzeptieren. Und dann kannst du hier direkt online den Antrag erstellen und später auch abschicken, um die Umsatzsteueridentifikationsnummer zu beantragen. Wichtig ist hier, es dauert nicht so besonders lang, aber du hast nur 45 Minuten Zeit, um das Ganze zu machen und dann müsstest du den Prozess noch einmal von vorne starten. Wichtig ist hier das Bundesland. Ich fülle das einfach mal für mich aus. Ich wohne in Berlin, das heißt, ich trage hier Berlin ein. Für mich ist verantwortlich das Finanzamt Charlottenburg und dann hier meine Steuernummer. Die verrate ich euch nicht und deswegen gebe ich einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ein. Hier musst du natürlich deine Steuernummer eintragen. Und auch hier, wenn du mehrere Steuernummern hast, ich habe auch zum Thema Steuernummern und welche Steuernummern wir eigentlich so haben, einmal ein Video auf diesem Kanal gedreht, das findest du oben rechts verlinkt. Hier geht es um die Steuernummer, mit der du für deine Umsatzsteuer gemeldet bist. Das heißt, wenn du mehrere Steuernummern hast und eine Steuernummer hast für deine Einkommensteuer und eine Steuernummer für deine Umsatzsteuer, dann geht es hier um die Steuernummer, die du von deinem Betriebssitzfinanzamt bekommen hast für die Umsatzsteuer. Hier musst du die Rechtsform deines Unternehmens auswählen. In meinem Fall, es gibt viele Möglichkeiten, in meinem Fall sage ich, ich bin Freiberufler, das heißt Angehöriger der freien Berufe. Angehöriger der freien Berufe. Ich muss jetzt hier meinen Namen eintragen und wie man es so klassischerweise macht, sage ich hier erstmal, mein Name ist Melchior, um im nächsten Feld festzustellen, dass ich hier eigentlich den Nachnamen eintragen musste. Hier erst den Vornamen, dann geht es um das Geburtstag und dann kann ich hier quasi meine E-Mail-Adresse angeben oder die E-Mail-Adresse meines Steuerberaters. Das heißt, wenn du unser Mandant bist, das heißt, wenn du Mandant der Kontist Steuerberatung bist, dann kannst du hier beispielsweise steuern@kontist.de
steuerberater@steuerberater.com eintragen. Wenn du einen anderen Steuerberater hast, dann kannst du hier die E-Mail-Adresse deines Steuerberaters eintragen. Allerdings solltest du das idealerweise vorher mit deinem Steuerberater besprechen. Außerdem hast du hier die Möglichkeit auszuwählen, ob du die Steuernummer für dein eigenes Unternehmen beantragst oder für einen Mandanten. Wir machen das für unsere Mandanten selbstverständlich auch sehr gern. Das heißt, wenn du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer brauchst und wir noch nicht darüber gesprochen haben, kannst du uns auch einfach gerne eine E-Mail schicken an diese E-Mail-Adresse und wir übernehmen das vollständig für dich. Kannst auch, wenn du es möchtest, das Ganze nochmal drucken oder natürlich abbrechen. Wir sagen aber, wir sind uns sicher, dass wir diese Nummer brauchen und klicken auf Weiter. Und dann sehen wir noch einfach einmal eine Übersicht, was wir eingetragen haben, was wir beantragen würden und dann könnt ihr diesen Prozess hier mit einem Klick auf Absenden beenden. Das Ganze wird jetzt bei mir natürlich nicht funktionieren, und zwar, weil das natürlich nicht meine echte Steuernummer ist. Wenn du hier allerdings deine echte Steuernummer verwendest, dann kommst du quasi auf die Seite, auf der du die Bestätigung erhältst, und dann dauert das ungefähr erfahrungsgemäß 1 bis 2 Wochen, bis du per Post einen Brief bekommst vom Bundeszentralamt für Steuern. Also keinen Schreck bekommen, wenn du plötzlich vom Bundeszentralamt für Steuern Post bekommst. In diesem Schreiben bekommst du dann deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Vielleicht abschließend noch ein wichtiger Hinweis. Solltest du sie haben, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist eine Pflichtangabe im Impressum. Das heißt, wenn du eine Webseite hast und sobald du diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hast, solltest du diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auch im Impressum angeben. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir ein wenig weiterhelfen und deine Frage beantworten. Wenn du weitere Fragen zu dem Thema hast, dann schreib uns doch einen Kommentar unter diesem Video oder persönlich noch viel besser, lass uns miteinander sprechen. Wir, die Conte Steuerberatung, sind spezialisierter Steuerberater, speziell für Selbstständige und würden uns freuen, dich einmal kennenzulernen. Ansonsten kannst du aber auch, solltest du auch, unseren Kanal abonnieren, das kannst du hier machen. Wir haben auch weitere Videos aufgenommen, die findest du zum Beispiel hier oder hier.